Schauen wir hier weiter auf die Löwegeborene. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte hier jetzt einmal für dich, was möchte sich hier zeigen für die kommende Zeit. Für mich gibt es nur das passende Gegenstück, denn ich wähle keine Option. Also das heißt, du weißt ganz genau, was du möchtest. Definitiv. Ich bekomme Gedankengänge kontrollieren. Das bekomme ich, das ist individuell und speziell. Das könnte etwas im Business sein, das könnte etwas sein in Gegebenheiten, wo du deine Dinge in deinem Leben, deine Mind, deine Gedanken diesbezüglich eben auch, wo du genau für dich in der Perspektive in Form Realisierung dessen diesbezüglich eben auch bist. Ja? Ich sehe, dass du definitiv große Ziele hast, definitiv. Klarheit, Wahrheit, du weißt, was du möchtest. Du bist in diesen Dingen in der Form der Gegebenheiten, das, was hier schon diesbezüglich eben auch gefallen ist. Es ist wichtig, dass du generell aus gleichzeitig einer Komfortzone herauskommst. Es kann sein, dass etwas oder jemand in deine Richtung immer aus einer gewissen Oberflächlichkeit geschaut hat. Heißt in der Form, dass bewusste Personen in dein Leben getreten sind oder generell, wo du es mit Personen eben auch zu tun hattest, die etwas ganz, ganz Bestimmtes eben nur von dir wollten. Ausrufezeichen nur, weil du dadurch jetzt weißt, was du eben auch möchtest und was du diesbezüglich eben auch nicht möchtest, ja, in den Dingen. Ich sehe, dass du viel beschäftigt sein wirst. Ich sehe hier auch, dass starke Gedankengänge in Form Glaubenssätze, das sind Gegebenheiten in Form alte Glaubensmuster, Adapter legen darf. Unabhängig von Gegebenheiten, dass man in diesen enormen Gedanken war, in Form einer Gegebenheiten, in Form dieser Glaubenssätze und Glaubensmuster, in Form muss. Anders überhaupt gar nicht, das bekomme ich hier. Da schau bitte individuell für dich. Zumindest wirst du sehr, sehr viel zu tun haben. Ja, also du könntest hier Lehrreiches diesbezüglich eben auch an Wissen dir aneignen oder bist selber eine Person, die dieses Wissen diesbezüglich eben auch weiter vermittelt, ja, und ihn in deinem Leben. Du hast die Kraft und Stärke in Gegebenheiten. Ich bekomme auch, das kann sich bei einem oder anderen hier um einen gewissen Entscheidungsaspekt, Anwaltscheidungsaspekte generell diesbezüglich eben auch gehandelt haben in deinem Leben. Auch dadurch in Form der Dinge eben auch, ja. Hier ist der Aspekt drin, wo hier diesbezüglich ein Mangel eben auch drin ist. Das ist im Aufbau der Dinge deiner Person, ja, dass du in den Aufbau Gegebenheiten deiner diesbezüglich eben auch gehst. Das bekomme ich, weil hier ist eine gewisse Unzufriedenheit in Form einer Erwartung, in Form einer Vorstellungskraft, in Form Gegebenheiten, ja. Das kann sein, dass man in den Dingen eben auch ist, zu hohe Erwartungen an sich selbst diesbezüglich eben auch hat. Ja? Zurückliegende Form Vergangenheit ist nicht für jeden, schau da bitte. Und das steht im Zusammenhang Gegebenheiten veralteter Muster, Muster in deinem Leben. Ja? All in, ob das mit im Zusammenhang steht in Form Kindheit, was es auch immer war, ist nicht für jeden, schau bitte da eben auch für dich. Ja? Erkenntnisse, die du haben wirst, Erkenntnisse, die sich viel zeigen werden in deinem Leben, neue Erkenntnisse, die sich zeigen werden in deinem Leben. Ja? Ich bekomme hier ein enormes Vertrauensthema, dass man sich diesbezüglich dessen eben auch verschließt, dass man in Zweifeln ist, dass man in Gedanken eben auch ist, was viel mit Gegebenheiten zu tun hat in Form Partnerschaften eben auch. Ja? Also auch da hier könnte sich viel Religiöses eben auch zeigen. Schau da bitte in Form groß geworden eben auch zu sein. Du entscheidest immer für dich. Schau bitte,
Ich sehe, dass du in Gegebenheiten sein wirst, jetzt an Kraft und Stärke eben auch bekommst, ja, rausgehst aus Zweifeln oder generell eine gewisse Person nicht den Mut hatte, gezweifelt eben auch hat. Ja, es könnten auch Selbstzweifel eine große Rolle eben auch spielen, die sie werden rausgehen. Ja, stand im Zusammenhang in Form der Planeten im Momentanen sowie eben auch mit der Vollmondenergie. Ja, dass das intensiv diesbezüglich eben auch sich zeigt. Das ist dein Ziel, definitiv, dass du dir etwas zum Ziel eben auch machst, dass du da begeistert eben auch bist in den Dingen. Jemand hat dich zum Ziel gesetzt, eben auch jemand hat sich die Ziele diesbezüglich gesteckt, auch in Form eurer, auch in Form Partnerschaft, all in eben auch, ja. Gesellschaftliches kann es hier eben auch sein. Es könnte hier mit Orden und Auszeichnung eben auch etwas zu tun haben, auch in diesen Gegebenheiten, da bestimmte Organisationen, was sich dann eben auch zeigt. Königin der Münzen, auch nochmal irrelevant, wie du hier eben auch schaust. Ich sehe, dass du schaust in Form Investitionen, ja, überstürze nichts, sei in den Dingen eben auch, dass du ganz genau eben auch schaust. Das auch, der König der Stäbe zeigt sich hier. Also wir haben hier ein Königspaar, definitiv, das sind die Ansätze mit einer Person, das sind die Gegebenheiten, wo ihr sehr, sehr als Paar sehr, sehr kraftvoll seid. Das könnte auch sein, dass das dein Bruder auch ist. Sie bekomme hier auch einen älteren Bruder oder ältere Schwester, je nachdem, wie du dann eben auch schaust. Die Ansätze in den Dingen stabil, ja, also auch in Form etwas zu stabilisieren, auch jemanden zu stabilisieren, jemanden da von dem ganzen Mind und von den ganzen Gedanken in Form Vergangenheit dann diesbezüglich in die Ansätze für die eigentlichen Ziele diesbezüglich eben auch zu gehen. Auch das. Ja, also diese Person wird mit Begeisterung in deine Richtung kommen. Wenn die Konzentration auf eine Mangelsituation ist, wird es letztendlich diese Mangelsituation in das Leben diesbezüglich eben auch ziehen. Was haben wir denn hier? Schauen wir hier jetzt einmal weiter auf die Gegebenheiten in Form der Situation. Hier ist direkt eine rausgefallen. Ja. Es sind die Gegebenheiten, wo man auch wirklich seine Komfortzone verlässt, wo man Unerfülltes hinter sich diesbezüglich eben auch lässt. Alles das, was teilweise, wo man unzufrieden war oder vielleicht auch etwas, wo man nicht so zufriedengestellt wurde, ja, in der Gegebenheit, wo du da dein Ziel haben wirst, ja, oder eurer beider und da in die 10. Kelche diesbezüglich eben auch geht, ja. Also etwas zum Beispiel in einer unerfüllten Partnerschaft oder etwas in Gegebenheiten, wo du da in die neuen Ansätze mit dir und einer Person diesbezüglich eben auch gehen wirst. Wo du dann eben auch feststellst, dass etwas von Herzen her viel, viel wertvoller diesbezüglich eben auch sein wird. Denn hier ist jemand, ja, in Form Gedanken, Herz, Verstand, auch der Page der Kelche in einem Interesse, im Konflikt mit sich dann diesbezüglich eben auch ist, wer auch immer das ist in deinem Leben und in der Art, Weise und Form, ja, die Gedankengänge in einer Situation, sich da vielleicht auch bei dir gut gehen zu lassen. Auch das, ja, schau da bitte individuell für dich. Ich sehe deine Entscheidung, ich sehe deine Entschlossenheit, ich sehe die Dinge in deinem Leben, dass du in deine Verwirklichung, ja, das könnte deine eigene Verwirklichung sein, wo du investieren wirst, das könnte etwas sein, wo du einfach für dich und deine Gefühle einfach da bist, ja, wo du einfach für dich diesen Weg der Dinge, wo du weißt, eben auch das, was für dich, diese Person darf so sein, wie du es dir eben auch wünschst, wie es in deiner Vorstellungskraft diesbezüglich eben auch ist. Alles, alles Liebe hier für dich, für euch. Schauen wir hier weiter auf die Jungfraugeborene. So, meine Liebe, schauen wir hier einmal, was ich für dich zeigen möchte für die kommende Zeit. Ich zelebriere, ich lebe, ich bin eins mit mir. Du wirst eins mit dir sein. Hier zeigt sich eine Wiedervereinigung, eine Versöhnung. Jemand möchte sich mit dir versöhnen. Etwas, was stattfinden wird auf einer Augenhöhe.
Etwas kommt in den Ausgleich. Schau mal hier. Es kann sein, dass du es bislang mit jemandem zu tun hattest, der diesbezüglich eben auch abgelehnt hat. In einer Ablehnung diesbezüglich eben auch war oder ist. Das auch. Schau da bitte individuell für dich. Es ist etwas, was mit unterschiedlichen Angelegenheiten in deinem Leben eben auch zu tun hat. Und es kommt definitiv etwas rein. Das heißt, dass ich bekomme, dass es sein kann, dass jemand in der Vergangenheit etwas ganz, ganz Bestimmtes hier abgelehnt hat oder etwas nicht wollte und hier so auf einer Augenhöhe mit dir sein möchte. Jemand wird kommen, ob das aus der Vergangenheit jemand eben auch ist, all in deinem Leben, ja. Jemand, der vielleicht auch lange im Rückzug war, zu gewissen Erkenntnissen diesbezüglich eben auch gekommen ist, in Form deiner, ja. Jemand fühlt sich von dir abgewiesen, jemand fühlt sich von dir abgelehnt. Und das ist jetzt in diesen Dingen, wo die Konfrontation diesbezüglich zwischen euch kommen möchte, in diesem Gespräch. Jemand, der arrogant zu dir war, jemand, der irgendwie aus einer anderen Perspektive zu dir geschaut hat. Ja, jemand, der dich anders gesehen hat. Definitiv jemand, der dich anders gesehen hat und kommt aus den Dingen so aus seiner Komfortzone zu kommen. Ja, also so seine Komfortzone zu verlassen in Form dieses, ja, es könnte sein, dass sich jemand durch dich sehr gekränkt gefühlt hat, sehr verletzt gefühlt hat oder du diese Person einfach verletzt hast. Und diese Person kommt. Hier ist ein Neustart. Es ist ein Neustart in deinem Leben. Ja? Ich sehe, dass jemand lange, diese Person war lange im Rückzug. Lange, lange, lange. Ihr habt lange nichts voneinander gehört, was auch immer es eben diesbezüglich eben auch war. Und jetzt diese Person, es ist wie eine Erleuchtung bekommen hat in Form deiner. Ja? Und kommt rein, kommt in deine Richtung, möchte mit dir auf einer Augenhöhe sein. Eine Versöhnung auf eine Augenhöhe. König der Münzen, jemand wird dir ein Angebot machen. Es geht um Angebote in deinem Leben. Du könntest es hier mit dem Stier zu tun haben. Stier, Steinbock kann es sein. Löwe. Löwe eben auch. Unterschiedliche Personen in deinem Leben, die erneut wieder auf dich zukommen möchten. Ich sehe, dass du neu startest oder etwas neu starten wirst. Ja, du brennst für etwas, du lebst für etwas, du zelebrierst für etwas, das in deinem Leben. Und der König der Münzen, es kommt irgendwie ein lukratives Angebot diesbezüglich eben auch rein. Du entscheidest für dich, ob du das möchtest oder nicht, ja. Wir schauen hier auf die Gegebenheiten, was ich noch zeigen möchte. Wo hat sich das gezeigt? Ich weiß nicht, ob das beim Stier eben auch war. Schauen wir mal weiter, was sich zeigt. Ja, jemand, der jongliert hat. Und in deine Richtung diesbezüglich jemand auch möchte. Jemand ist in den Ansätzen. Jemand zeigt sich mit Engagement und Begeisterung in dein Leben. Man hat bislang variiert. Definitiv. Es zeigte sich etwas, das man nicht wusste in Form deiner. Dass man nicht wusste, wie man in die Ansätze diesbezüglich jemand auch zu dir geht. So zeigt sich das hier. Und diese Person wird kommen. Es könnte sein, dass man dich ausgetauscht hat, ja, in der Vergangenheit, der Eremit. Jemand hat lange über etwas nachgedacht. Lange, lange, lange. Sehr, sehr lange. Und das kommt jetzt hier auf einmal in diese Kommunikation, von Angesicht zu Angesicht, dieses Gespräch zwischen euch, was stattfinden möchte. Alles, alles Liebe hier für dich, für euch. Schauen wir hier weiter auf die Waage geboren. So, meine Liebe, schauen wir jetzt einmal für dich, was möchte sich zeigen für die kommende Zeit. Du bringst meine Krippe zum Vibrieren. Also, es zeigt sich eine Gegebenheit, wo jemand
in intensiven Gedanken, nicht nur Gedanken ist, sondern wo jemand intensiv versuchen wird, dich zu halten, zu wollen. Das heißt, so ein bisschen ein teuflisches Spiel, ja? Also, es ist etwas, wo jemand von dir obsessed ist. Das zeigt sich hier. Du bist in den Dingen. Weil hier zeigt sich viel im Hintergrund, Gespräche und Gemache und Gerede und. Weil du bist mit dir beschäftigt. Ach, der Münze, ja, berufliche Angelegenheit. Zeigt sich, du möchtest einfach mit dir sein, du bist beschäftigt. Aber irgendwie lässt es jemanden keine Ruhe. Heißt auch, dass du mit gewissen Personen diesbezüglich eben auch zu tun hast, sind Vampirräuber. Und dass du dir im Hinblick dessen, was du nicht möchtest, dass es sogar sein kann, dass du dann lügst. Eine Notlüge. Ja, definitiv so zeigt es sich, dass du dich auf gewisse Dinge nicht einlassen möchtest. Das möchtest du dich nicht. Du ziehst dich raus. Alles, was dir an Energie zehrt, brauchst du nicht. Dass es sein kann, wenn man dich nicht in Ruhe lässt, dass du dann vielleicht krank bist. Dass du sagst, dass du krank bist oder was es auch immer ist. Ja, also du wirst dir da in diesen Dingen, ich sehe, dass du deine Ruhe haben möchtest. Neun der Münzen, das ist mit dir sein. Ja, auch hier, dass du einfach mit dir beschäftigt bist. Dass du mit diversen Personen auch etwas, was dich kontrollieren wollte, auch etwas in den Dingen, wo, ja, jemand hat hinter deinem Rücken geredet, hinter deinem Rücken, aber enorm, ja. Schau bitte individuell für dich. Es ist so, dass diese Personen sich in Form deiner da gewisse Pläne diesbezüglich eben auch machen. Ja, reden, tuschen und. In den Gedanken, also die Gespräche, wie könnte man und dies und das und jenes, ja. Also sie führen Gespräche im Hintergrund deiner oder euren. Kann ja sein, dass ihr auch in einer Partnerschaft seid, ja. Kann es einmal auch sein, dass du es generell im Beruflichen mit Energieräubern zu tun hast. Heißt auch, du brauchst es nicht, dass du dann, wenn man dich nicht in Ruhe lässt, dann eben eine Lüge, eine Notlüge dir da ausdenkst, damit du deine Ruhe eben auch hast. Auch das, ja. Ihr wollt vielleicht eure Ruhe diesbezüglich eben auch haben. Jemand ist obsessed von dir. Obsessed. Ja, könnte jemand sein, wo man dich eben auch angelogen hat. Etwas da in diesen Dingen eben auch. Ich bekomme es intensiv im Beruflichen, ja. Was sich diesbezüglich eben auch zeigt. Ich sehe, dass du gewissen Versuchungen widerstehen wirst. Das eine ganz, ganz eindeutiges hier eben auch, dass du im Aufbau bist mit dir, dass du in den Dingen. Es könnte auch etwas sein, wo gerade alles irgendwie schief läuft. Es könnte sein, dass alles irgendwie sich nicht in Richtung deiner entwickelt, ja, auch das, oder im Hinblick derer Personen, ja, das eben auch, dass es da mit gewissen Dingen eben auch zu tun hat, das auch, ja, also auch in diesen Dingen, um dich da irgendwie zu testen, dass du darauf anspielst, auch das. Die Konfrontation ist hier, ja, also man wird direkt auch das Gespräch diesbezüglich eben auch suchen. Es könnte sein, dass man über dich verbreitet, dass du irgendwas nimmst. Das auch, ja, dass du irgendwie abhängig bist, was auch immer es ist, ja. Auch das eben. Und diese Personen haben es verbreitet, dass so und so und so es diesbezüglich eben auch ist, was aber gar nicht so ist. Denn du bist hier, du bist in deinem Selbstbewusstsein, du bist in deiner Selbstverwirklichung, du bist in deinen Dingen, du bist mit dir. Und zusätzlich bist du noch enorm beschützt. Ja, so liegt es hier. Also, es ist etwas, was man so über dich verbreitet, ja, in Form der Dinge. Deine Besitztümer, das kann es eben auch sein. Ich sehe, dass du erfüllt bist. Ich sehe definitiv, das ist auch irrelevant, wie du hier diesbezüglich eben auch schaust. Alles das, was du dir selber aufgebaut hast, in Gegebenheiten, ja. Es könnte sein, dass es so ist, wir schauen hier nochmal weiter. Jemand hat intensive Gefühle für dich. Definitiv, aber diese Person, dass man höchstwahrscheinlich eben auch irgendwie Versuchungen nicht widerstehen kann. 3 der Kelche, 3 ist Konstellation, 4 ist Konstellation, kann es diesbezüglich eben auch sein. Ja, heißt auch, dass man im Hinblick dessen, was sagt sich hier, ja, kommt viel Kommunikation, Energieräuber, das alles, was ich schon sagte, alles das, was an deiner Energie zehrt, wirst du aussortieren.
Ja, aussortieren im Sinne von, dass du diese Gespräche nicht führen möchtest oder du hast aussortiert in deinem Leben. Diese Gespräche, was du nicht möchtest, diese Gespräche, wo du auch für dich spürst, dass hinter deinem Rücken etwas verbreitet wurde. Man hat hinter deinem Rücken geredet, etwas verbreitet, ja, in Form da, was auch immer es ist, ja, in Form Opiate kann es diesbezüglich eben auch sein. Hier, schau mal. Auf der Münze ist berufliches. Ja, du bist konzentriert eben auch auf dich. Dieselbe Karte ist nochmal rausgekommen. Was zeigt sich hier in den Dingen? Ja, das ist jemand. Du hast also mit unterschiedlichen Schlangen hier zu tun. Ja, also ganz, ganz unterschiedliche Personen, die sehr intensiv mit Demut und Reue und von Demut und Reue diesbezüglich eben auch geplagt sind. Ich bekomme eine Plage rein. Eine Plage. Wir haben hier die Schlange. Geschichten kursieren. Wir haben hier vorne 4 Stäbe, hinten haben wir 5 Stäbe. Geschichten kursieren in Form deiner Partnerschaft, deiner Entwicklung, wie, mit wo, mit wem du diesbezüglich jemand auch bist. Die Personen wollen nicht, dass du weiter in den Aufbau gehst. Personen wollen nicht, dass du weiter irgendwie in den Dingen diesbezüglich jemand auch bist. Aber du bist schon drin. Du bist drin, weil du bist mit dir. Achte der Münzen, du bist mit dir. Das ist deine Produktivität, dein Fleiß, ja. Deine Dinge in deinem Leben. Da fragen sich welche, wie machst du das? Wie geht das? Wie kann das sein? Gibt es da jemanden? Hilft der Partner? Oh, hier ist die enorme Präsenz der Neumondenergie nochmal drin. Also für die kommende Zeit dann eben auch da in diesen Dingen. Schauen wir nochmal. Ja. Sie verbreiten Lügen über dich. Hat es sich jemand diesbezüglich zum Ziel, diesbezüglich eben auch gesetzt, aber das sind deine Impulse, ja, wir haben hier die Königin der Stäbe, das ist dein Feuer, dein Temperament, dein Dinge in deinem Leben, es kommen schicksalshafte Veränderungen auf dich zu, schicksalshafte Veränderungen. Ich bekomme, das ist dein Schicksal. All in Gegebenheiten, es ist dein Schicksal in einer Situation, was sich zeigen wird. Hier ist eine wundervolle Königsenergie, alles hat das Liebe hier für dich bereit.